Gibt kaum jemand, der so kreativ ist unter dem Korb. Nice Pass. Was geht ab, Freunde? Heute ziehen wir uns das Comeback von Kyrie Irving rein. 22 Punkte gegen die Pacers. Klatsch in der Crunch-Time. Ich habe heute Morgen das vierte Viertel geguckt. War positiv beeindruckt davon, wie gut. Warte mal, kann man auch negativ beeindruckt sein? Eigentlich nicht. Ich war positiv überrascht davon, dass Kyrie Irving so gut gespielt hat, obwohl er seit Monaten kein NBA Basketball mehr gespielt hat. Ihr seht schon, ich bin natürlich auch in Dirk Nowitzki 41 Forever Laune. Aber ich habe die Reaction schon aufgenommen. Sie ist aktuell über 1:10. Mal gucken, wie viel ich davon am Ende dann rausschneiden werde. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Reaction, weil ich wirklich das komplette Jersey Retirement mir mit euch angucken wollte. Das droppt heute um 14 Uhr und jetzt hier hoffentlich um 11 Uhr. Ich beeile mich gerade, aber es ist schon 10.13 Uhr. Mal schauen, ob ich das Ganze hinbekomme. Die 22 Punkte von Kyrie Irving gegen die Pacers. Let's freaking go. So. Hier erstmal mit dem Assist auf KD. War ein ganz schönes Zusammenspiel aus dem Big Three hier. Sie sind das erste Play für Kyrie gelaufen, da hat er den Jumper aber gebrickt. Und danach müsste er aber relativ gut performt haben, weil wie gesagt 22 Punkte und vor allem eben in der Crunch-Time. Okay, hier war jetzt gar nicht viel von Kyrie zu sehen bisher. Hier ist der erste Bucket vielleicht. Ja. Er hat so einen geilen Jumper, muss man wirklich sagen, obwohl er wirklich klein ist. Er springt sehr, sehr hoch und er hat einen sehr langen, nee, gar nicht einen sehr langen Follow-Through, sondern er hat einfach eine sehr viel Hangtime in seinem Jumper. Also er steht sehr lange in der Luft, bevor er abdrückt. Sehr guter Stil hier. Jetzt muss er gegen Sabonis hoch mit dem Euro. Oh, ey, wenn der N1 gewesen wäre, wäre ich leicht ausgerastet, weil der war schwer gegen Sabonis. Wir sprechen hier ja nicht von Franz Wagner oder Giannis, die auch einfach eine Menge Größe mitbringen, sondern von Kyrie. Oh, ey, das sind solche tough Buckets von ihm. Also sein Layer-Package, boah, untouchable, wirklich. Gibt kaum jemand, der so kreativ ist unter dem Korb. Nice Pass. Das war wieder der Pass, den ich euch immer wieder sage, ist einer meiner Lieblingspässe. Du gehst durch die Beine, man erwartet dein nächstes Dribbling, aber stattdessen nimmst du den Ball direkt auf und spielst ihn dann halt quasi wie mit so einem Push-Pass raus. Mit einer Hand rechnet so gut wie nie einer damit und ist so ein geiler Pass. Macht einfach Bock, den zu spielen und ihn sich anzugucken. Aber ihr seht schon, also es sind jetzt nicht so viele Highlights in der ersten Halbzeit. Ein bisschen Assists hier und da, ein, zwei Jumper, ein, zwei Layups, aber es war jetzt noch nicht die krasse Kyrie Irving Show. Was aber echt passiert in der Crunch-Time, also vertraut mir da. Wieder schöner Layup. So, und man sieht auch, Brooklyn ist hier die ganze Zeit noch down, ist auch hier noch down mit 9 Punkten. Boah, gut, sah fast aus wie ein Foul, bin ich mir jetzt nicht sicher. Und der Gegenspieler ist auch kleiner als Kyrie. Komm, da ist er doch. Nee. Ah, okay. Ey, vielleicht war ja das der Moment. Das ist funny, weil genau das habe ich nicht gesehen. Ich habe dann erst wieder im vierten Viertel eingeschaltet. Ich habe mir die ersten paar Minuten im ersten Viertel angeschaut und habe dann gemerkt, so, okay, sein Rhythmus ist nicht wirklich da oder er kommt nicht wirklich ins Spiel. Und dann habe ich erst wieder im vierten Viertel angemacht, weil ich wusste, es wird ein spannendes Game. Deswegen habe ich diesen Buzzer gerade gar nicht gesehen zum dritten Viertel und vor allem auch den Schrei, den er da rausgelassen hat. Das war wie so ein Befreiungsschlag wahrscheinlich für ihn. So, genau. Und das hier habe ich jetzt alles gesehen. Und hier muss ich sagen, hat er wirklich sehr gut gespielt. Also immer... Seht ihr das, wie hoch er geht bei seinem Jumper? Ich finde das richtig krass. Schau mal, wie hoch er in der Luft ist. Aber das liegt halt nach wie vor daran, dass er einfach sehr klein ist im Vergleich zu den meisten NBA-Spielern. Also er ist bestimmt gelistet als 1,88. Ich würde mal sagen, Kyrie ist maximal 1,85, wenn überhaupt. Und da ist es schon ja wichtig, dass er dann so hoch springt. Und das sind tough Buckets hier. Das hat eigentlich viel von Kevin Durant gerade. Das ist auch so ein hart... Ja, genau, genau. Warte. So, das war jetzt mehrmals der gleiche Bucket hintereinander, aber er hat auch noch ein paar sehr, sehr krasse Finishes in der Zone wieder. Hier wieder ein Steal. Die Nets-Defense hat mir auch so gut gefallen in dieser Phase. Hier, immer wieder, Alter. Also auch wieder gegen den kleineren Verteidiger, aber trotzdem musst du das erstmal machen. Da auch wieder.
Ich hatte total vergessen, was Kyrie für eine Hangtime besitzt. Also wie lange er in der Luft stehen kann und wie kreativ er dann eben ist, haben wir jetzt gar nicht so viel gesehen. Er ist eigentlich meistens einfach nur stehen geblieben in der Luft, hat irgendwie gewartet, bis der Verteidiger runterfällt und ist dann hat dann abgeschlossen. Aber wir werden das jetzt sehen, wenn er mehr wieder Spielzeit bekommt, wie spektakulär er unter dem Korb finishen kann, mit jeder Hand, mit verschiedenen Moves. Baby Windmill à la Donovan Mitchell oder doch der große Windmill. Er kann einfach alles. Das ist wirklich krass und ich freue mich sehr, ihn wieder spielerisch auf dem Feld zu sehen. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Es ist eigentlich so schade, dass es immer so diesen Stress mit ihm off the court gibt, weil der Typ ist so ein wahnsinnig großes Talent auf dem Feld und wir gucken ihm, glaube ich, alle extrem gerne zu. Jeder, der den Sport Basketball feiert, müsste eigentlich auch das Skillset von Kyrie feiern, weil der Typ hat alles. Ja, der hat ein unglaubliches Ballhandling, vielleicht eins der besten in NBA History. Der hat Schnelligkeit, der hat eine gute Übersicht, der ist ein begnadeter Scorer, der ist klatscht, der zeigt keine Nerven in heftigen Situationen. Wir erinnern uns an den Game 2016 in Game 7 in den Finals. Irving and Curry, one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. Aber ja, Mann, wie dem auch sei. Also wir wissen, Kyrie ist kontrovers. Wir wissen aber auch, er ist ein verdammt begnadeter Spieler. Deswegen gucke ich ihm sehr, sehr gerne zu. Das war's jetzt von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Peace. Ach so, und da fällt mir ein, das nächste Video ist Dirk Nowitzkis Jersey Retirement heute um 14 Uhr. Deswegen da auf jeden Fall einschalten.